Ja, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin der Tänchen, wir spielen Vectorio und ich muss mich jetzt schon entschuldigen, denn ich habe es versäumt, eine Folge aufzunehmen. Dementsprechend kann es sein, dass diese Folge etwas später rauskommt, weil ich die jetzt gerade an diesem Tag, wo die rauskommt, auch aufnehme. Ne, das kann ja dann ein bisschen sich dann verzögern, weil ich muss noch rendern und hochladen, das dauert immer noch ein bisschen. So. Und dann wollte ich mich ja heute noch ein bisschen um was anderes kümmern. Und zwar würde ich jetzt echt gerne mal gucken, warum mir die Wissenschaftspakete nicht mehr funktionieren. Da muss ja irgendwas stillstehen. Ansonsten wird es ja laufen. Ne? Logischerweise. Also laufen wir einfach mal hin und schauen uns hier mal unsere Fabrikis an. Was fehlt denn? Ich sehe schon, es fehlen die Grünen. Und die Grünen werden hergestellt wo? Hier oben. Hier kommt gar nichts. Moment mal, brauchen die... Ach, die brauchen Knickarme und ich habe... das ist jetzt... Nee, es werden Knickarme sogar angefordert. Aber es werden anscheinend keine produziert. Wo hängt's denn? Ah, ich hatte hier unten ja, glaube ich, mal einen Haufen abgeändert. Ne, Moment, das sind ja noch... Das sind ja große Knickarme. Intelligente. Die brauchen normale. Hier sind die normalen Knickarme und ich habe, glaube ich, die Kiste dafür abgebaut. Kann das sein, dass ich die Kiste abgebaut habe? Ich, Idiot. Weil hier irgendwo mussten die ja mal abgegriffen werden. Ich glaube, die wurden hier abgegriffen. Okay, kein Problem. Anbieterkiste rein. Intelligenten Knickarm. Ach, da reicht doch ein normaler Knickarm. Aber vielleicht soll der nicht so schnell sein, weil sonst ist er nachher zu schnell. Ich kann natürlich auch hier eine Begrenzung machen, aber die Begrenzung dürfte dann trotzdem für Probleme sorgen irgendwann. Wenn der jetzt nicht hinterherkommt, könnte das Probleme machen, dass er das hier alles so schnell wegmacht. Wie groß ist denn so ein Stack? Groß kann jetzt so ein Stack sein, ich weiß es gar nicht. Das wird eh die ganze Zeit abtransportiert. Und dann geht's endlich weiter mit der Forschung. So, dann weiß ich gerade noch gar nicht, was ich schauen wollte. Vielleicht schaue ich mal wieder, wie es jetzt mit unseren Rohstoffen aussieht. Also das Kupfer, also es arbeitet noch alles wunderbar. Auch das Eisen läuft eigentlich noch. Wie gesagt, das soll ja eigentlich dann komplett umgestellt werden. Wollen wir das schon machen? Ich weiß gerade gar nicht. Die Züge bringen ja schon Eisen an. Eigentlich sollte ja schon Eisen ankommen. Und auf jeden Fall muss ich irgendwann den Bahnhof komplett umgestalten. Aber Eisen wird, glaube ich, hergebracht. Und hier, ich habe jetzt offscreen auch noch ganz schnell eingestellt, dass hier mal mehr Stein angeliefert wird. Also Stein ist jetzt kein Problem. Ich steige da jetzt einfach mal ein und fahre mal mit rüber. Wenn es denn dann losgeht. Also das hier funktioniert schon sehr gut. Jetzt muss ich nur noch das Kupfer rankriegen. Mal schauen. Und dann würde ich gerne den Bahnhof irgendwann so umgestalten, dass hier die Züge oder so, dass die alle von einem Fließband beliefert werden. Und ja, muss man schauen, wie man das macht. Und dann muss ich leider irgendwann das Öl wegmachen. Oder hier oben, wenn ich hier oben noch ein bisschen was wegreiße von den Akkus, habe ich hier auch noch ein paar Schienen frei. Die Schiene würde ich ganz eins da unten legen später. Und hier oben hätte ich dann natürlich noch einen Haufen, einen Haufen Platz. Ein paar Schienen passen hier noch rein, aber das war's auch schon. Hm. Müsste mal gucken, wie man das am blödsten macht. Und hier, ich will ja irgendwo... Irgendwo auf der Karte würde ich ja auch gerne dann mal ein richtiges Netzwerk hinbauen. Ein richtiges Solarnetzwerk, was natürlich auch wieder einen Haufen Strom selber frisst, weil es muss verteidigt werden. Wahrscheinlich in der Wüste hier wäre echt ein guter Platz. Da könnte man auch immer runterfahren. Hier in der Wüste wäre echt gutes Platz. Und dann würde ich dann auch das ideale Muster benutzen für so eine Solaranlage. Wow, jetzt bleibt er hier stehen. Ganz klar, weil der kann nicht weiterfahren, weil wahrscheinlich hier irgendwo was unterwegs ist. Hier irgendwo steht wahrscheinlich... Ne, warte mal, warum fährt er nicht weiter? Ach, der hat da Aufenthalt ganz normal. Okay, habe ich nichts gesagt. So, wir fahren jetzt weiter. Hoffe ich doch. Na? Und es ist noch relativ... bin vorhin erst aufgestanden. Deswegen ist meine Stimme jetzt auch noch so schläfresh. Kennt man vielleicht. Warum fährt er jetzt nicht weiter? Ach, deswegen. Jetzt geht's los. Solange die sich hoffentlich nicht irgendwie zufällig begegnen und dann irgendwo Staus kommen, ist alles super. Also, aber Kayano hat das, glaube ich, schon geschrieben. Also, da kam ja wieder mal wieder ein großer Post. Und er hat gesagt, ja, bei so einer großen Strecke mit so vielen Zügen kann man schon doppelgleisig bauen. Also, irgendwann mache ich das wirklich, dass ich dann doppelgleisig baue. So, jetzt sind wir halt hier und jetzt sieht man halt ganz schön, wie das alles ganz schnell ausgeladen wird, weil das ja auch dann gleich weggefressen wird. Na, also das ist gut, dass es so schnell ist, weil sonst würden die gar nicht hinterherkommen. Und steht davor, jetzt hier oben wäre noch eine Anlage, dann wird es noch länger dauern, ehe da was ankommt. Tja, und ich glaube ja, Eisen
Boah, wird hier richtig viel hergestellt. Es muss bloß noch richtig alles abtransportiert werden. Und vielleicht tatsächlich sogar mit zwei Knickarmen abtransportieren. Da müssen wir nachher mal schauen. Hier ist auch zufällig der Zug. Warte mal, dann mache ich mal hier Stopp. Und der fährt ja dann noch... Oh, hoffentlich mache ich jetzt nichts kaputt. Ne, so. Der fährt ja jetzt hier hoch, ne? Und bleibt hier stehen. Und der Knickarm hier, wenn wir hier stehen bleiben, dieser Knickarm könnte eigentlich auch noch mit einlagern. Finde ich. Würde ich mal denken. Testen wir einfach mal. Ja. Auch er kann mit einlagern, aber das Ausladen dauert anscheinend zu lang. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, damit das Ausladen auch noch funktioniert. So. Okay, dann kann er irgendwann weiterfahren. Und ich würde jetzt gerne auch vielleicht wirklich mal die Kupfersache hier mit anschließen. Vorerst müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen Platz machen. Bäm! So machen Männer Platz. Mit einer fetten Waffe in der Hand. Wobei man natürlich sagen muss, ein Holzfäller ist ja auch nicht gerade unmännlich. Ja, weiß ich gerade gar nicht, was jetzt männlicher ist. Holzfäller oder Pumpgun? Gute Frage. Gute Frage. So, ich würde das jetzt gerne wirklich ein bisschen spiegeln. Oh, hier ist ja noch Öl. Tja, Pech. Das Öl ist nicht mehr so wichtig jetzt. So. Wie gesagt, ich würde das gerne hier spiegeln. Alles, was ich so gebaut habe, halt nochmal auf die andere Seite ziehen. Ja, das ist halt wichtig. Was ich aber allerdings brauche, ist das hier. Das ist ja ein Hochofen. Und den habe ich, glaube ich, nicht mehr einstecken, zufällig. Da muss ich mal schauen, ob ich einen bauen kann. Hochofen, Chemiefabrik, Modulstation, Biolabor, Foundry, Schmelz. Da ist der Hochofen. Nein, da fehlt Kupfergabe und Silberplatten fehlen da. Ja, ich kann ja erstmal andere Sachen bauen und dann später schauen. Aber hier hätte ich echt nicht so viel Platz lassen brauchen eigentlich dazwischen, weil ich wusste jetzt einfach nicht, wie viel Platz ich hier unten brauche. Eigentlich hätte ich es auch weiter runterbauen können. Dementsprechend wird das hier ein bisschen enger werden wahrscheinlich. So, erstmal hier kommen dann die Kisten hin, das ist ganz klar. Dann kommen da Knickarme. Ich brauche sowieso noch ein paar schnelle Knickarme, kann ich gleich mal hintereinander basteln. So, die kommen dann hier hin, klick, klick, klick. Und selbst da kommt noch einer hin, oder? Nee, das ist ein intelligenter. Das sind die drei. Hier kommt noch eine Kiste hin. Hier, wo der Strom ist, kommt noch ein intelligenter Knickarm. Nein, auch ein Steller. Das sind auch alles... Nee, das sind intelligente. Die holen ja nur Steine raus. Genau. Nee, die holen nur Steine. Ja, die holen nur Stein. Das heißt, der hier kommt weg. Der kommt dann woanders hin. Ich weiß noch gar nicht, wohin. Hier hin vielleicht. Das ist ganz gut da. Oh, jetzt hat der ja keinen Strom da oben. Wie geht das denn? Ah, okay, ich verstehe. Puh, hoffentlich kommt mir kein Zug rein. Es hat auch jemand gefragt, warum ich denn immer auf der Zugschienen langlaufe. Ja, ich weiß nicht, also wie Kayano schon richtig meinte. Ich glaube, das ist so ein... Ja, es ist halt so ein Verlangen von Menschen, dass die halt irgendwas folgen, irgendeiner Schiene. Ja, und deswegen habe ich das auch gemacht. So, dann kommt hier eine Kiste hin. Da wird das mal ausgemacht noch. So, perfekt. So wollte ich das haben. Und hier, was habe ich hier? Hier habe ich ja das Kupfer rausgeholt, genau. Ich muss aber auch gleichzeitig hier noch die Kohle rausholen, fällt mir gerade auf. Ne, warte mal, die Kohle kommt ja extra. Na klar, die kommt extra, aber trotzdem muss die Kohle rausgeholt werden. Dann wird es hier natürlich ein bisschen enger, weil hier habe ich ja einen Haufen. Hier kann ich ja richtig schön schnell das Zeug rausholen, aber die Kohle wird schwieriger. Oder ich werde die Kohle von hier oben abzweigen und nach unten bringen. Könnte man auch mal schauen, ob er das irgendwie so hinkriegt. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, weil hier kommt jetzt Kupfer und das muss dann schon auch schnell abtransportiert werden, zumindest später. Würde ich gerne so machen. Die Frage ist nur, wie komme ich dann an die Kohle ran? Ich glaube, das mache ich wirklich dann unterirdisch einfach. So, mit den Dingern hier. Wo habe ich sie denn jetzt? Da. Dass ich dann einfach sage, hier kommt ja noch ein Fließband hin. Hier ist ein Fließband. Ne, hier ist ein Fließband. Das heißt, hier hätte ich eigentlich Platz. Machen wir mal einfach so. So. So rein und dann kommt das hier wieder raus. Perfekt. Dann hätten wir hier unsere Kohle quasi, die wir auch brauchen. Und dann würde ich sagen, machen wir das und das, gehen wir dann einfach hier rüber. Genau, machen wir das so. Dass wir mit den Fließbändern, die verbinden sich dann hier irgendwo. Ja, wird ein bisschen kompliziert, nicht direkt, aber... Ah, Moment mal. Ich hole ja schon Kohle hier raus. Ach so, um das schneller zu machen, habe ich das da... Ach nee, weil die von hier kommen. Das Kohlezug kommt ja von hier direkt. Ah.
Moment mal, dann mache ich das hier mal weg. Das hier würde ich auch gerne wegmachen. Jetzt ist natürlich, jetzt bin ich natürlich komplett rammelvoll. Rammelig voll bin ich jetzt. So, machen wir da mal rein. Da bauen wir das Ding komplett weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Nicht mehr zumindest. Wo holen wir hier eher die Steine raus? Weil die Kohle kommt dann von dort direkt. Wenn jetzt von hier das ganze Kupfer kommt. Das geht dann. Wie habe ich das hier gebaut? Ja, tatsächlich einfach so um die Ecke gefahren. Okay. Einfach so lang gezogen. Von da kam halt das. Und das wird sich dann quasi hier mit dem Stein irgendwie verbinden. Und zwar werde ich das Stein einfach hier lang ziehen. Ja, ist ein bisschen. Ja, ein bisschen blöd gebaut, muss ich zugeben. So. Okay. Ob das so wirklich hinhauen wird, weiß ich noch nicht. Weil der Stein jetzt wirklich auch langsam rausgeholt wird. Beziehungsweise könnte ich hier vielleicht tatsächlich noch ein bisschen länger machen. Dann können wir da noch einen Knickarm setzen. Noch einen dritten Stein. Und ich weiß, es ist natürlich noch nicht so wirklich sinnvoll, das überhaupt so zu machen. Aber, naja. Oh, das war jetzt falsch rum, ne? Oder? Ich muss, glaube ich, so und dann so machen, genau. Und was habe ich hier reingemacht? Stein. Das passt. So, ziehe ich mal kurz weg. Und dann kommt hier noch ein Knicki. Okay, perfekt. Mehr oder weniger perfekt. Es ist halt ein bisschen enger geworden jetzt alles. Und wird wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell abtransportiert dann alles. Hier könnte man vielleicht jetzt auch schon mal anmachen, damit sich hier schon mal Stein wenigstens dann irgendwann mal, wie sich alle unbedingt das haben wollen, den Stein haben wollen. okay, ich brauche mehr Stein auf jeden Fall. Kriegt man dann schon hin. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Ding, das nach oben gehen kann. So, das passt also. Ich guck mal kurz, ob ich mal ein bisschen Kohle loswerden kann. Naja, nicht viel, aber ein bisschen konnte ich loswerden. Hehe. Kann ich hier oben was reinschmeißen, direkt so einen fetten Stapel. Sehr schön. Okay. Sieht aber wirklich nicht so schön aus, finde ich, das so zu machen. Vor allem, weil ich den... Ah, Schrotflinten, Feuerrate erforscht. Geil. Endlich kann ich wieder was anderes erforschen. Aber was ist die Frage? Schadenserhöhung, Lasertürme. Ich glaube, das ist eigentlich was ganz Gutes, was man einfach mal machen kann. Hier sieht mir halt alles noch so, ja, sieht so ungut aus. Aber okay. So sei es denn, so sei es denn. Okay, Kupfer kommt ja eh noch nicht an, aber was wir wirklich brauchen, ist ein Hochofen. Deswegen schmeiße ich mich mal hier rein und sag bitte, fahr zur Basis. Und dann holen wir uns dann einen Hochofen und dann klatschen wir die auch noch dahin. Und dann ist ja, brauchen wir noch eine Schmelze. Mal kurz schauen, ob ich mir die Schmelze basteln kann. Ah, Schmelzofen kann ich mal basteln, mache ich schon mal. Ja, und in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da die Zuglinien verbessern kann. Also, dass ich da vielleicht doch doppelgleisig fahre oder so, ich weiß es nicht. Mal schauen, das wird auf jeden Fall, das würde ein paar Probleme lösen. Und ich, ja, also mir macht zwar auch, oh. Was, schon wieder? Oder will der nach unten und wartet da jetzt? Nee. Der wollte nach oben fahren. Wieso wollte der nach oben fahren? Wer ist denn das? Der Eisenzug, warum fährt... Ach, der fährt auch da unten lang? Ach, Mensch. Ich krieg ja die Krise. Und wenn ich den jetzt hier wegfahre, habe ich natürlich noch ein Problem. Na, ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie jemand anderes im Weg bin, aber ich fahre einfach so hier lang. Den muss ich auch nochmal umlenken irgendwie. Nein, jetzt hat er hier keinen Durchgang. Egal, dann fahre ich jetzt per Hand da durch. Das geht auch. Ah, Mann. So, jetzt. Da fahren wir jetzt einfach. Warte mal, wo bin ich jetzt hin? Nach da? Nee, das war falsch. Nein, nein, fahr nicht. Fahr nicht. Oh. Oh, Mann. Ich muss abbiegen. Nein, der will nicht abbiegen. Der will da nicht abbiegen. Also, ich nach... Warte mal, ich bin ja da drin. Also nach links abbiegen, nach links. Geht doch. Nee, warte mal. Ich muss ja unten lang. Ich muss unten lang, nicht oben lang. Oh Mann, ich krieg die Krise. Nein. Ah. Bin doch kein Zugführer. Jetzt aber nach links abbiegen. Oh Mann. Und jetzt bist du schon mal hier drauf. Jetzt kannst du auch alleine weiter zur Basis fahren, oder? Gut. Oh Mann. Und der muss jetzt trotzdem noch warten, bis der. Ah, jetzt wird er da unten auch nochmal lang. Oh, Moment.
Momento Mundo. So, fahren wir den nochmal zurück ein Stück. So. Aber ich weiß gar nicht, warum fährt er da unten lang? Der soll ja nicht da unten, der muss auch oben lang fahren. Wahrscheinlich hat er einfach keine. Kein Dings. Komm, das müsste reichen, oder? Nee, ich muss noch weiter zurück. Bis zum Signal. Vielleicht soll ich das Signal doch weiter vorne bauen. Okay, haben wir das gelöst. So, du fährst jetzt, du wolltest ja wahrscheinlich gerade Eisen, Kupfer, Eisen, Basis, Eisen, Kupfer, was? Achso, du wolltest wahrscheinlich gerade zum Eisen. Fahr ruhig hin. Du wolltest, keine Ahnung, wo du hin wolltest. Wahrscheinlich auch nach oben. Kannst du ja machen. Okay, und ich laufe, ja, oh, der will da lang, okay. Und ich fahre halt persönlich, erfahre, ich laufe persönlich da jetzt dahin. So, das werde ich wahrscheinlich gleich überfahren, wenn ich nicht aufpasse. So. Ich bin hier, wo ich sein wollte, denn ich brauche Silberplatten. Und die kommt mir nicht ganz so leicht dran. Und hier brauchen wir mehr Stein. Das liegt aber daran, dass wir zu wenig Stein abbauen. An nichts anderes. Das liegt wirklich daran. Und das heißt, wir haben ja jetzt theoretisch die Plattenversorgung, die Eisenplattenversorgung, ja schon abgeändert. Das heißt, hier brauchen wir theoretisch keinen Stein mehr, weil die ganze Anlage kann jetzt gerne irgendwann aufhören zu existieren. Das heißt, dieser Stein, den wir hier abbauen. So. Hier ist eine Holzkiste, ist das. Okay, das machen wir einfach eine Anbieterkiste draus. Einfach ist gut gesagt. So. Und das ist eine Anforderungskiste, die werden wir einfach hier löschen und werden daraus erstmal, ach komm, die trage ich persönlich jetzt hier rüber. So, das heißt, alle Steine gehen jetzt da rein und woanders habe ich auch irgendwo noch, ah hier die, hä? Ach, fordert trotzdem noch an, gibt's ja gar nicht. So, Schluss mit Anfordern, gut. Das heißt, die Kiste hier unten und da oben habe ich irgendwo noch irgendwo was gehabt, wo Stein abgebaut wird. Und die werden jetzt alles da hinbringen, wo es hin soll. Okay. Dadurch wird natürlich die ganze Anlage hier stillstehen nachher. Also die haben jetzt da noch ein paar Platten drinne. Also ist nicht wenig. Und Molten Iron ist auch noch richtig viel drin. Und hier wird tatsächlich sogar noch die letzten Steine noch verbrannt. Na gut, verbrennt das ruhig noch. Ich wollte Silberplatten und Silberplatten hat man, glaube ich, hier unten irgendwo hergestellt. Hier irgendwo, da. 50 Stück brauche ich. Perfekt. Dann kann ich mir jetzt auch... Was? Ah, ich brauche noch Kupferkabel. Kupferkabel, ein sehr wertvolles und seltenes Material. Huch. Was sammle ich denn jetzt noch alles auf? Okay, da habe ich jetzt meinen Ofen. Ich habe meinen Schmelzofen und ich bräuchte ein paar Röhrchen. Ja, ein paar Röhrchen habe ich. Ob die reichen, weiß ich nicht. Aber ich kann ja noch welche basteln unterwegs. Also nicht unterwegs, sondern wenn ich oben bin. Das geht ja. So, Eisen wird mir auch nochmal schnell gebracht. Ein bisschen was, das ist gut. Man sieht eigentlich richtig schick aus so. Also richtig viel Gewusel, das gefällt mir. Aber jetzt schnell nach Hause. Nach Hause sage ich schon. So Schmelz, ich muss noch kurz auf die Uhr schauen. Wir haben noch Zeit, das ist gut. Da ist gerade kein Zug hier. Doch, da kommt einer. Ach, ich wollte mal kurz gucken wegen dem Eisenzug, warum der so beschitten fährt. Ah, kein Wunder, der kann hier nicht abbiegen. Das ist ja der Eisenzug, wenn ich mich nicht irre. Hier, ja genau. Der kann hier nicht raus. Das heißt, der wird irgendwann wieder für Stau sorgen. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir den jetzt hier irgendwie da hochkriegen. Dann müssen wir dann wahrscheinlich so hier bauen, ne? Ja, müssen wir so machen. Okay. Irgendwie so. Ich will mal kurz schauen, ob ich das hinkriege. So. Eins nach links, eins nach oben. Links nach oben. Links nach oben. Und da wären wir richtig. Genau dort. Na. Na. So. Dann wäre das Ding angeschlossen. Jetzt muss ich bloß noch die Schrägen reinziehen. So. So. Dann sollte der, glaube ich, automatisch da oben lang fahren. Hoffe ich zumindest, dass er das macht, weil es ja eine kürzere Strecke. Da können wir eigentlich fast nur zuschauen, ob der hier kommt, ob der irgendwo ist. Stehen die irgendwo? Nein, hier dürfte alles richtig sein. Da ist der Eisen- und Kupferzug. Der Kupfer ist gerade unten. Okay. Sollte funktionieren. Nein, da würde ich gerne reinspringen. Ja. Da fahren wir jetzt einfach mit. Müssen wir später schauen, ob da wieder ein Stau kommt oder nicht. Oh, der fährt korrekt durch. Geil. Der bleibt nicht mal stehen.
Es tut mir immer noch leid, dass es so ein bisschen stottert. Es nervt mich auch ein bisschen, aber naja. Was soll man machen? So ist es nun mal. Okay, jetzt warten wir natürlich auf den Eisenzug, der hoffentlich dann dahin fährt, wo wir das wollen. Wir werden es sehen. Aber wir wollen erstmal bauen, damit wir jetzt unsere Kupferversorgung auch noch da reinkriegen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Stein, weil ansonsten wird die Anlage das hier nicht schaffen. Wenn nicht genug Stein da ist, schafft die das einfach nicht. So. So, die klauen sich jetzt ja alle Stein wie verrückt. Und leer. Ja, haben ein bisschen gebraucht, aber es ging. Okay, dann, wir haben jetzt eine Schmelze, eine Steineofenschmelze. Das ist diese hier, genau. Wollen wir mal schauen, ob wir hier, machen wir hier diese Ecke wieder rein. Ich zeige sie euch mal. Machen wir diese Ecke da auch rein. Weil wenn ja, würde ich die gleich bauen. Bevor ich jetzt hier, brauche ich noch so einen Knick, so einen Teiler. Mal schauen, bauen wir sie gleich rein. Wenn wir sie schon bauen, dann bauen wir sie auch gleich rein. Dann wissen wir wenigstens, wie viel Platz das alles macht. So, wo ist er denn da? Okay, weil hier ist ja eigentlich genug Platz. Das heißt, ich könnte die quasi auch direkt hier abzwacken, das Ganze. Und werde das dann hier so machen. So hatte ich das ja oben auch, ne? Genau. Und dann würde ich jetzt hier nämlich theoretisch so einen Knick... Warte mal, ich habe dir alle gesagt, hier Eisen, Eisen, Eisen. Und oben kommen dann Dings. Okay, dann machen wir hier doch intelligente Knickarme rein. Brauche ich noch ein paar. 6 Stück. Das kommt weg. Das heißt so, hier kommt dann Kupfer. Kupfer. Und die... 2, 3... Nehmen wir jetzt bloß noch 2. 1, 2, 3. Das heißt, Kupfer, Kupfer. Und die anderen kriegen Stein. Da hole ich mir von da oben mal schnell. So. Und Stein, Stein, Stein. Sollte so funktionieren. Schauen wir mal. Hier kriegt man dann auch schön Strom rein. Den wir dann hier von mir aus verlängern. Okay, und dann müsste jetzt eigentlich der Hochofen direkt hier reinpassen. Passt. Vielleicht ein bisschen falsch rum. Weil das muss ja da rauskommen. Obwohl, ist egal, wie oben der steht. Und du machst jetzt Molten... wie heißt denn das? Kupfer. Molten Kupfer. Oder gibt es das gar nicht? Das wäre es ja jetzt. Da haben wir es doch. Molten Kupfer. Da kommt alles rein. Und dann wird oben wird alles rausgepumpt. Beziehungsweise hier kommt noch die Kohle. Die Kohle habe ich ganz vergessen. Die muss natürlich auch noch reingemacht werden. Ist ganz klar. Die brauchen nur schnelle Knickarme. Die brauchen nicht irgendwie was Spezielles. So. Dann brauche ich bloß noch einen Teiler, der dann die Kohle teilt. So, damit das auch ein bisschen enger aussieht. Okay. Huch, hier ist ein falsches Band. So rum muss das sein. Hier haben wir schon einen Teiler, aber das bringt uns nicht viel. Wir brauchen noch einen. Weil der macht das ja bloß zweischneidig irgendwie. Muss ich tatsächlich hier oben so ganz hässlich rausschneiden, das Zeug. Gefällt mir zwar jetzt noch nicht so, aber naja, was soll's. Was muss, das muss. So. Ziehen wir das hier so lang. Sieht leider nicht so schön aus, finde ich. Naja. Und schon arbeitet er fast, weil das Kupfer fehlt irgendwie. So, jetzt habe ich hier, ich habe ja noch Kohle, glaube ich, einstecken. Kann ich endlich hier reintun. So, hier habe ich noch Kupfer und Stein. So, Stein und jetzt noch ein bisschen Kupfer. Tue ich einfach mal hier den Zug. Dann kann er das rausholen. So. Sehr schön, dann wird das jetzt schon gemacht. Und jetzt natürlich die Frage, ich würde dann schon gerne hier unten irgendwo, vielleicht kriege ich noch einen Ofen, vielleicht noch zwei Hochöfen hin. Wie viel Platz haben denn die? Ja, ungefähr so dick, wie das Ding hier ist. Das heißt, dann hier nochmal irgendwie ein und dann hier, ja, zwei Stück kriege ich dann noch rein. Und ganz am Ende, hier unten, soll ich auch versuchen, das richtig zu machen. Ach komm, ich nehme einfach mit Fließbändern, mache ich das einfach. Ach ja, habe ich da sogar schon die Kiste gemacht, okay. Das heißt also, Fließbänder müssten dann irgendwo hier sein, damit das dann reingemacht wird. Und was habe ich denn hier gemacht eigentlich? Warum habe ich das so geteilt? Ach, damit ich es schneller rausholen konnte, genau. Und das gleichzeitig noch teilen konnte. Ah, okay. Ich verstehe. Das heißt, ich möchte hier gerne einen Teiler haben, der das dann
Wenn ich jetzt hier so bin, kommt der Teiler, der macht das da oben drauf. Das heißt, ich bräuchte jetzt hier irgendwo noch so einen Teiler. Oder ist doch so ungefähr. Wieder hochgehen, schnell gucken. Na ja, klick, klick. So ungefähr. Der Teiler verteilt das einfach, damit das doppelt ist. So. Der Teiler braucht ein bisschen, weil ich jetzt gerade anscheinend keine Kabel mehr hatte. Dauert ein bisschen länger, aber ist okay. Hier kommen dann ein paar Kisten hin, damit es sich noch besser füllt. Und dann haben wir hoffentlich irgendwann richtig viel Sachen, die wir da brauchen können. So kommt das hier dran. Und das heißt hier... ein bisschen zu tief, ich Idiot. Weil hier müsste jetzt irgendwo... Oder mache ich hier einfach hin? Ja, ich mache hier das Ding hin. Okay, die Schmelze kommt dahin. Die habe ich ja noch einstecken. Wo haben wir die Schmelze? Wo ist meine Schmelze? Da ist meine Schmelze. Ist die schön. Ich liebe meine Schmelze, die ist so schön. So, dann kommt Schmelze, Schmelze, Schmelze. Alles schön rausholen. Strom noch hinsetzen. Und du wirst schmelzen. Und zwar schmelzen du uns Kupferplatten. Da sind sie. Jetzt brauche ich bloß noch den... Oh, was war das denn gerade? Das ging aber gerade flüssig und schnell, sah das gerade aus. Nur noch Röhrchen bräuchte ich bloß noch. Hier oben habe ich ja gerne mit den Unterirdischen gearbeitet, weil die einfach... Ups, habe ich noch welche gebaut. Ich Idiot, ich werde nicht welche nehmen. Weil die ganz schick sind, so quasi. Weil man mit denen schön arbeiten kann, wie ich finde. Weil man da noch durchlaufen kann unten drunter. So, machen wir hier jetzt mal nicht so viel sinnlose Experimente. Einfach hier so... bisschen zu viel gebaut. So. Und hier verbinden wir es noch. Und fertig ist der Salat. Abgesehen davon, dass hier noch kein Strom ist. Und da fehlen noch ein paar Kisten. Machen wir noch ein paar Stahlkistis. 1, 2 vielleicht. Das müsste eigentlich locker reichen. Ich habe es oben ein bisschen übertrieben beim Eisen, glaube ich. Aber okay. Ach nein, ich Idiot. Will das ja anders machen. Ich würde das eigentlich nach oben bringen. Ich wollte ja dann hier oben, dass die hier... Ah, perfekt. Stopp. So, hier soll das ja eingelagert werden. Das heißt, das Ganze geht dann einfach bis maximal hier... Sag ich mal. Baue ich noch eine Untertunnelung. Die baue ich mir schnell. Ich hoffe, ich kann mir jetzt auch noch ein paar Schließwände bauen. Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss doch tatsächlich irgendwann nochmal. Ja. Genau. Ihr wisst Bescheid. Irgendwann muss ich nochmal. Oh, 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 oh mein Gott, mein Herz. Oh mein Gott, mein Herz. Oh. Wenn ich irgendwann an Herzinfarkt sterbe, dann wisst ihr wenigstens, wenn dann irgendwo in der Zeitung steht, nerdiger irgendein Kellerkind oder irgend sowas starb an Herzattacke beim Computerspiel, dann wisst ihr, dass ich das war. Oh mein Gott, ey. Okay, jetzt fehlen mir natürlich nur noch die Fließbänder. Okay, aber das hole ich mir später. Ich kann ja hier trotzdem schon mal das Einlagern bauen. Das heißt, ich brauche mal noch meine Stahlkistis. Hier ist so, hier ist... Machen wir mal... Wenn ich jetzt hier einlagere, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht an die falsche Kiste geht. Also dahin eine... Und dahin nochmal so zwei Kisten und hier nochmal vielleicht ein Zwischenlager. Wenn ich schon mal so viele Kisten habe, kann ich das auch machen. So, so und so. Habe ich jetzt noch... Ja, ich habe noch ein bisschen was, um mir Knickis zu basteln. Ja, und dann haben wir das teilweise dann echt gut gelöst, würde ich sagen. Da habe ich es dorthin gesetzt, also setze ich das hier auch dorthin. So. Hier unten den Strom, der muss dann noch... Ne, der ist schon da. Das ist gut. Das heißt, ich brauche bloß noch Knickarme. Die jetzt langsam, aber sicher gebastelt werden. Ist vielleicht wirklich besser, wenn der Zug nur dahin fährt. Ich lasse gleich das Kupfer, mache ich gleich mal raus. Kupfer und Eisen können einfach wieder raus, so. Dann Knick, Knick, Knick und Knick. Und bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wo der einlagert, ne? Weil das könnte... Ich meine, gut, der wird hier nicht versuchen einzulagern. Testen wir einfach mal, ob das so auch so funktioniert. Okay, dann hat man doch echt gut alles fertig. Fehlt bloß noch die Fließbänder. Okay, das ist eine gute Idee. Jetzt lass gleich mal zu... Oh, wir haben Überlänge. Ah, wir haben Überlänge. Wieder mal, wie immer, weil ich immer Überlänge mache. Pass auf, ich fahre jetzt mit dem schnell zur Basis. Hey, du sollst zur Basis fahren. Achso, muss ich da drücken. Dann fahre ich mit dem zur Basis und fahre mit ihm dann auch wieder zurück. Moment, ich hoffe, dass er jetzt auch richtig rumfährt. Ja, ich denke schon. Und fahre mit dem auch wieder zurück, um zu gucken, ob der diesmal den richtigen Weg nimmt. Und dann haben wir gleichzeitig noch unsere, unsere letzten Förderbänder. Die haben wir dann hoffentlich noch schnell gebastelt. Und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll.
So. Aber der fährt ja den falsch rum da rein. Ne, der fährt richtig rum rein, klar. Okay, da wird mir schon wieder Sachen gebracht. Aber keine Express-Fließbänder. Komm, bringt mir Express-Fließbänder, bevor der hier wieder abhaut. Oh, Schadenserhöhung ist fertig geworden. Krass. Ja, dann, was weiß ich? Schrotpatronen-Schaden ist immer gut. So, ich halte den mal kurz an hier. So, dann möchte ich jetzt gerne, dass mir die Express-Fließbänder gebracht werden. Ich hoffe, die bringen mir auch die extra. 30 habe ich schon wieder, aber 30 ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich hole mir mal ein bisschen mehr, so ein 100er Stack. So, da kommen jetzt die anderen auch noch. Danke. Ah nein, 50 ist ein Stack. Okay, da habe ich jetzt gleich noch ein Stack. Aber ist okay. So, gut, dann kannst du jetzt wieder deine Fahrt aufnehmen. Raus jetzt, du bist bereit. Hier müsste man vielleicht mehr zum rausladen lassen. Rausladen nehmen, bauen. Damit er schneller auslädt, das ganze Zeug. Ja. Okay, bist du bereit? Dann fahren wir ganz schnell wieder hoch. Und wir schauen mal, ob er oben lang fährt. Und er fährt oben lang. Cool. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.